kennt die Minecraft-Mobs wahrscheinlich nur in dieser Form. Aber das hier sind die Minecraft-Mobs wirklich. Denn heute erfahren wir, wie gruselige Minecraft-Mobs eigentlich aussehen. Also bleibt bis zum Ende dran, denn jedes Minecraft-Mob hat tatsächlich eine dunkle Seite. Und damit geht's auch schon rüber zu dieser Kiste hier. Und ich würde sagen, bevor ich die Kiste öffnen kann, lasst ihr jetzt nochmal schnell in 3 Sekunden den Daumen nach oben da. Genau, in 3, 2, 1, jetzt. Dankeschön für eure Unterstützung und jetzt geht's rüber zur Kiste, denn wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Reihe hier heraus und ihr werdet schon sehen, was ich meine. Denn wir sehen jetzt zuallererst einen ganz normalen Delfin hier in der, im Wasser. Den haben wir jetzt hier gerade gemeinsam gespawnt. Aber Freunde, so wie dieser Delfin aussieht, ja, so bleibt er tatsächlich nicht. Denn ich habe hier extra 2 Command-Blöcke vorbereitet. Und wenn ich jetzt mal von Tag zu Nacht wechsle, dann erleben wir unser blaues Wunder. Jetzt schwimmt er hier gerade nochmal ein bisschen herum. Okay, Leute, und wir sehen schon, wenn ich jetzt auf Nacht drücke und wenn ich rübergehe. Und hier sehen wir ihn, Leute, den gruseligen Delfin. Alter Schwede, so sieht er also einfach mal in der Nacht aus. Und ich meine, Leute, ganz ehrlich, das hat nichts mehr mit unserem Delfin von gerade zu tun. Okay, und ihr seht, bei Tag wird er wieder ganz normal, als wäre nie was gewesen. Okay, weiter geht's hier mit dem Villager. Okay, und hier sehen wir einen noch ganz normalen Villager. Wir sehen auch, ich kann ihn schlagen, es ändert sich rein gar nichts. Aber jetzt bei Nacht, Freunde, sehen wir, oh mein Gott, er hat sich sogar live hier verändert. Wir sehen, er hat nämlich einen Luftballon in der Hand. Er hat eine Killer-Clown-Maske dazu bekommen. Und ich sag euch ganz ehrlich, von ihm würde ich auf jeden Fall keinen Trade annehmen. Weil normalerweise sind ja Villager bekannt fürs Handeln. Aber so wie er aussieht, da lasse ich auf jeden Fall die Finger von. Weiter geht's aber auch schon mit dem Schneegolem. Und das hier ist der Schneegolem bei Tag. Okay, also ganz normal hier, ne, ein schöner Kürbiskopf und so weiter. Und das ist ja einfach mal bei Nacht, Freunde. Wir sehen ihn einfach mal, er hat verlängerte Arme bekommen. Der Kürbiskopf sieht super gruselig aus. Hat so, ja, rote Augen dazu bekommen. Und die Hände vor allem, ne, die Hände sind auch neu. Denn davor hatten wir nur so ganz normale Stockarme, die jetzt tatsächlich weg sind. Okay, also wir sehen auch wieder, zack, wenn ich drauf drücke, sieht er auch schon wieder ganz normal aus. So, dann geht's weiter mit einmal einem Tintenfisch. So, und das hier ist der Tintenfisch. Wir kennen ihn harmlos und, ja, ganz normaler Tintenfisch. Absolut nichts Besonderes. So, bei Nacht sieht das Ganze schon wieder anders aus. Denn wir sehen einfach mal unser Tintenfisch, der gerade noch so harmlos aussah, hat jetzt einfach mal Augen dazu bekommen. Zumindest sieht das für mich so aus wie Augen. Und hier unten, bin ich mir ein bisschen unsicher, sieht sogar aus wie Blut. Also sehr, sehr gruselig auf jeden Fall, wenn ihr mich fragt. So, dann geht's weiter hier mit einem stinknormalen Wolf. Oh Leute, sieht der nicht süß aus und er springt sogar noch ins Wasser. Okay, also aktuell auf jeden Fall ein sehr süßer Wolf, der einfach ein bisschen durch die Welt herumläuft und anscheinend irgendwas gesichtet hat. Aber Leute, schaut euch mal lieber diesen Wolf an, wenn es Nacht wird. Und wir sehen jetzt bei Nacht, oh ja, da tut sich irgendwas im Wolf. Oh mein Gott, da hinten hat der erste sich schon entwickelt und jetzt hat er sich der zweite entwickelt. Denn Wölfe bleiben nicht ganz normale kleine putzige Wölfe. Wir sehen einfach mal, sie mutieren zu Werwölfen und sind natürlich auch in der Lage, andere Spieler, Mobs und so weiter umzubringen. Also wirklich sehr, sehr verrückt. Und wir sehen auch, wenn ich jetzt einfach mal wieder auf Tag wechsle, dann wird er wieder klein. Wenn ich auf Nacht wechsle, dann dauert es einen ganz kleinen Moment, aber er mutiert auf jeden Fall dann wieder zum Werwolf rüber. Ja, wir gehen weiter zum Schaf und wir sehen hier den ganz normalen Schaf, der, ich denke mal, wir kennen ihn alle Leute, ne? Ein ganz normaler Minecraft-Schaf oder ein ganz normales Minecraft-Schaf. Okay, natürlich wird jetzt dieses Schaf angegriffen von den Wölfen. Aber wechseln wir einfach mal lieber zur Nacht rüber, denn wir sehen jetzt auf jeden Fall, ein Schaf sieht einfach mal so aus. Und auf einmal greifen Wölfe die Schafe nicht mehr an. Wobei ich sagen muss, ich glaube, der Wolf hätte auf jeden Fall eine bessere Chance gegen den Schaf. Aber ja, anscheinend verstehen die sich ganz gut, sobald es Nacht wird und beide in der Gruselversion auftreten. Aber wie sieht das denn aus bei einer Scarecrow? Okay, wir gucken mal rüber, was ist denn das eigentlich, eine Scarecrow? Und zwar sehen wir schon, das ist eine Vogelscheuche. Komischerweise kann ich sie gerade irgendwie nicht spawnen. Deswegen, ja, werde ich mal ganz kurz Nacht anmachen. Und wir sehen, bei Nacht können wir eine Vogelscheuche spawnen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was die Ursprungsform sein soll. Weil,
ja, anscheinend kann ich sie leider nicht am Tag spawnen. Ihr seht, wenn ich Tag mache, bumm, ist sie auf einmal weg. Also, keine Ahnung, aber gehen wir dann lieber rüber zum nächsten Mob. Und zwar haben wir hier einmal ein Schweinchen. Und das hier ist unser ganz normales Schweinchen. Ja, sieht am Tag nicht wirklich spektakulär aus. Rennt nur ein bisschen durch die Gegend. Wenn wir auf Nacht wechseln, sehen wir, wird unser Schwein einfach mal dunkel und mutiert zum Killerschwein. Rote Augen, Rippen auf dem Becken. Und auch noch ein sehr, sehr, ja, angsteinflößendes Gesicht, um es mal so zu nennen. Also ich muss sagen, mit so einem Schweinchen muss man sich jetzt nicht unbedingt anlegen. Besonders die roten Augen geben mir ein ganz unwohles Gefühl. Aber wenn wir wieder zu Tag wechseln, dann sehen Schweine auch wieder ganz normal aus. Auf jeden Fall sehr verrückt. Wie sieht es denn mit Schleim aus? Also mit einem Slimy. Und wir sehen, das hier ist ein ganz normaler Slimy am Tag. Okay, springt ein bisschen durch die Gegend. Und das hier ist ein Slime in der Nacht. Oh mein Gott, ich wurde... Was? Hä? Ich wurde eingezogen im Schleim. Oh mein Gott, ihr habt es gerade gesehen. Also ich war im Schleim drin. Denn wir sehen einfach mal, ein Schleim hat jetzt einfach mal einen Mund dazu bekommen. Und ja, wir können tatsächlich von einem Schleim aufgegessen werden. Wir sehen es jetzt gerade nochmal perfekt. Ich sehe mich gerade, wie ich im Schleim drin war. Aber da ich natürlich im Creative-Modus bin, passiert mir gar nichts. Deswegen würde ich sagen, packe ich mal kurz den Tag-Modus wieder herein. Schauen wir aber mal rein in die Kiste, was wir noch so drin haben. Denn wir haben natürlich noch einige coole Mobs hier am Start. Und da wäre beispielsweise der Creeper, der auch schon hier am Start ist. Und der immer noch darauf wartet, dass er gespawnt wird. Deswegen spawnen wir auch nochmal einen neuen. Und wir gucken mal rüber, was passiert, sobald es Nacht wird. Und wir sehen, zack, auch in der Nacht verändert sich ein Creeper. Denn wir sehen einfach mal die Knochen von einem Creeper auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bleibt der ganz normale Skin. Und wir sehen auch hier im Inneren befindet sich selbstverständlich auch nochmal TNT. Denn Creeper können ja explodieren. Und deshalb darf natürlich TNT im Inneren eines Creepers nicht fehlen. Ja, Leute, sehr, sehr verrückt. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht mit einem Panda. Denn das hier ist ein Panda bei Tageszeit. Ich denke mal, man kann diesen Panda nur niedlich finden. Aber ist er auch so niedlich, sobald die Nacht anbricht? Das will ich jetzt herausfinden. Und wir sehen tatsächlich... Oh Gott, was ist das denn für ein Panda? Das Gesicht vom Panda ist einfach mal verschwunden. Und wir haben hier nur noch einen Mund, wo wir jetzt hereinschauen können. Leute, sieht dieser Panda nicht angsteinflößend aus? Also ich muss sagen, die süße Variante am Tag sah auf jeden Fall deutlich vertrauter aus. Und ja, ansonsten hat sich eigentlich gar nicht so viel am Panda getan. Ich glaube, die Streifen sind ein bisschen anders geworden. Und wir gucken mal nach. Moment. Und ja, okay. Nee, der hat sich aber gar nichts getan, wenn ich das richtig gesehen habe. Also, der Panda ist auf jeden Fall ganz normal geblieben. Okay, dann geht's weiter mit einem, mit einer Ziege. So, und zwar sehen wir, ist das hier die Ziege am Tag. Ja, was soll ich sagen, eine ganz normale Ziege. Deshalb schauen wir uns lieber die Nachtversion an. Und wir sehen, die Nachtversion hat auf einmal einen ganz neuen Körper bekommen. Rote Augen, einen offenen Mund. Und ich muss sagen, ja, am Tag kann man mit der Ziege noch rumspäßen. Aber hier in der Nacht würde ich es mir zweimal überlegen. Gerade bei diesen massiven Hörnern, da tut es auf jeden Fall weh, wenn man so einen Schlag abbekommt. Okay, aber... gehen wir lieber rüber zum Fuchs, denn das hier ist einfach mal ein Minecraft-Fuchs am Tag. Der ist natürlich super flink unterwegs und super schnell unterwegs. Deswegen spawne ich nochmal ein paar mehr von diesen Füchsen. Und in der Nacht sehen wir, oh ja, da bekommt der Fuchs eine ganz andere Farbe. Denn wir sehen, das Fell ist nicht mehr braun, sondern dunkelschwarz. Und wir sehen auch, die Augen haben sich verändert und die Zunge schaut so ein bisschen raus. Und auch die Zähne sind ein bisschen spitzer. Gerade weil der Mund die ganze Zeit geöffnet ist, sieht dieser Fuchs nochmal deutlich anders aus. Also er wirkt auf jeden Fall ganz anders. Hier nochmal ganz schnell zum Vergleich beim Tag. Und wir sehen, ja, da sieht man auf jeden Fall einen gravierenden Unterschied. Okay, gehen wir aber nochmal rüber zur Kuh. Denn wir sehen, das hier ist die Kuh am Tag. Eine absolut harmlose Kuh. Und das ist die Kuh in der Nacht. Ob sie immer noch so harmlos ist,
es lässt sich drüber streiten, denn gerade diese roten Augen und auch die neuen Hörner, die dazu gekommen sind und die Wirbelsäule aus Knochen, die man sehen kann, macht die Kuh auf jeden Fall deutlich, deutlich gruseliger. Und ich muss sagen, Freunde, ja, ich glaube, mit so einer Kuh in der Nacht würde ich mich auch nicht anlegen. Also lieber ein bisschen vorsichtiger sein. So, dann gucken wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Wir haben noch einmal eine Katze am Start. Und oh, jetzt hat man schon was gesehen. Oh, oh, okay, okay. Also hier nochmal ganz schnell die Katze am Tag. Wir sehen, die Katze rennt natürlich weg, will sich von uns nicht sehen lassen. Aber eine niedliche kleine Katze, die jetzt irgendwie gerade die Farbe verändert hat, wenn ich mich täusche, oder? Okay, warum auch immer. So, aber diese niedliche Katze wird in der Nacht auch gruselig. Und wir sehen, Katze verwandelt sich jetzt jeden Moment. Und wir sehen, da ist sie. Alter, was ist das denn für eine Katze auf einmal? Der Körper ist deutlich größer. Der Kopf ist einfach mal massiv gewachsen. Und ja, rote Augen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ist auf jeden Fall eher so eine Art Psychokatze, ne, mittlerweile geworden. Wenn man sich einfach mal hier so die Augen anschaut und dieses Psycho-Lächeln. Dieser Katze würde ich auf jeden Fall nicht vertrauen, das kann ich euch jetzt schon sagen. Dann haben wir aber noch weitere coole Mobs am Start. Wir haben hier nochmal ein Boot. Hä? Was soll das denn sein? Ein Boot? Guck mal, ich guck mal. Okay, das ist anscheinend ja ein Fehler. Naja, egal. Wir machen lieber weiter mit dieser Biene hier, die wir am Start haben. Denn wir sehen, ja, auch Bienen sollen wohl in der Nacht gruselig werden. Hier sehen wir nochmal die Biene am Tag. Sieht auf jeden Fall ganz normal aus. Dann gehen wir zur Nacht rüber und wir sehen die Biene in der Nacht. Oh ja, wir sehen rote Augen und ein Gebiss ist dazu gekommen. Also gerade diese Zähne machen diese Biene nochmal deutlich angsteinflößender. Weil, ich sag mal so, wenn man von so einer Biene schon gestochen wird, dann kann das Ganze sehr wehtun. Wird man jetzt von dieser Biene angebissen, ja, dann stelle ich mal sehr schmerzhaft vor. Und wir machen weiter mit einem stinknormalen Hühnchen. Leute, das hier ist ein Hühnchen. Und ich denke mal, keiner, wirklich keiner hat am Tag Angst vor einem Huhn. Falls ja, dann muss man sich auf jeden Fall Gedanken machen. Aber muss man sich in der Nacht auch nicht vor Hühnern fürchten? Wir schauen mal nach. Und wir sehen, Hühner in der Nacht haben sich gar nicht so krass verändert. Die haben aber auf jeden Fall die ganze Zeit die Augen zu. Wir sehen auch, die haben kein Fell mehr, beziehungsweise keine Federn mehr. Also die Federn sind ab. Also ein gezupftes Hühnchen ist es quasi. Und der Mund sieht auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen krasser aus. Und die Zunge guckt da unten auch so ein bisschen heraus, ne? Ja, ich sag mal so, es ist auf jeden Fall gruseliger geworden. Aber ich würde es jetzt nicht als absolut kranke Bedrohung ansehen. So, gucken wir weiter, wie es mit den nächsten Mobs aussieht. Und da hätten wir noch einen Zombie auf der Liste. Denn anscheinend sollen Zombies auch nochmal gruseliger werden. So, gucken wir mal nach. Und wir sehen hier einen Zombie. Und wir sehen, Zombies werden einfach mal zu... Boah, wie kann man das beschreiben? Das sind einfach mal so... So fliegende Geister? Also erinnert mich auf jeden Fall an so fliegende Geister, gerade weil wir hier wirklich sehen, dass die nicht mehr auf dem Boden herumlaufen, sondern wirklich über dem Boden schweben. Ja, ich sag mal so, am Tag oder in der Nacht sind Zombies ja sowieso schon sehr, sehr krass. Deswegen, ja, nochmal jetzt hier ein bisschen heftiger. So, Endermänner haben wir hier auch noch am Start. Und das hier sind die Endermänner am Tag. Ich meine, auch am Tag machen Endermänner normalerweise Schaden. Aber wie sieht's aus, wenn sie nochmal in der Nacht... ja, aktiviert werden. So, wir sehen hier, oh ja, so ein bisschen erinnert mich der Enderman schon, muss ich sagen, an Spider-Man. Gerade diese Augen, ja, die Augen sind natürlich jetzt beim Enderman nach wie vor lila. Außerdem hat er jetzt hier Hände bekommen. Die waren auf jeden Fall davor nicht da. Okay, dann gehen wir nochmal weiter zum Ghast, denn das wird jetzt wirklich interessant. Okay, ich kann hier leider keinen Ghast spawnen. Deswegen mache ich mal sofort den Nachtmodus an und wir sehen, jetzt kann ich einen Ghast spawnen. Okay, denn das hier ist der Ghast einfach mal bei Nacht. Aber ich denke mal, wir alle wissen, wie ein Ghast normalerweise am Tag aussieht. Und ich muss sagen, so ein Ghast in der Nacht, ja, gerade diese neuen Augen und diese Zähne, die dazu gekommen sind, die machen einen Ghast nochmal eine Ebene heftiger. Also sehr, sehr verrückt. Und wenn ihr denkt, dass diese Mobs absolut gruselig sind, dann lasst jetzt nochmal schnell einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr. Bis dann und ciao.